Was hast du gesagt nochmal? Dann bin ich ausgeflippt und hab mir dann wehgetan. Die eine hab ich mit einer Flagge geschlagen und die andere hab ich am Auge gekniffen. Und dann hat die bei mir richtig schnell gekniffen, dass hier so eine Wunde kam. Das Kämpfen an sich ist ein Thema hier in der Schule. Gewalt ist ein Thema an dieser Schule. Und deswegen sehe ich gerade aus dieser Sicht die AG als sehr nützliche Einrichtung oder Angebot. Dass man sagt, mit dieser AG kann man Gewalt vorbeugen, ja, Aggression abbauen, also ein friedliches Miteinander ermöglichen, was im Schulalltag nicht so stattfindet. Ja. Und jetzt hierher schieben, hierher umdrücken. Eine Judo-AG als Anti-Gewalt-Training. Ein Jahr will Michaela Hess zusammen mit Co-Trainer Sascha dafür arbeiten. Dann sollen die Kinder einen Judo-Gürtel haben und mehr Disziplin. Leipzig. Mehr als eine halbe Million Menschen wohnen hier. Anders als in westdeutschen Städten leben hier wenige, die ihre Wurzeln nicht in Deutschland haben. Rund 5% haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Doch es gibt trotzdem Stadtteile, in denen kaum Deutsch auf der Straße gesprochen wird. Im Leipziger Osten rund um die Eisenbahnstraße sind die Mieten billig. Wer hier wohnt, hat oft nur das Nötigste. Arbeitslosigkeit, Alkohol und trübe Zukunftschancen gehören hier zum Alltag. Genau in diesem Viertel ist Michaela Hess Grundschullehrerin. Seit 2 Jahren unterrichtet sie Sport. Und Sport ist ihre Leidenschaft. Und mit dieser Leidenschaft möchte sie im Leben ihrer Schüler etwas verändern. Die Kinder sollen lernen, Ärger und Wut loszuwerden, ohne zuzuschlagen. An der Grundschule am Rabet kommen 2/3 der Kids ursprünglich nicht aus Deutschland. Insgesamt 25 Nationen tummeln sich hier. Viele Kinder leben in schwierigen Familienverhältnissen. Entsprechend anstrengend ist der Schulalltag. Mit der Judo-AG will Michaela für ein besseres Schulklima sorgen. Mit dabei Serhat. Er ist 10 Jahre alt, geht in die 2. Klasse und kommt aus der Türkei. Nathalie, 8 Jahre alt. Sie geht auch in die 2. Klasse und lebt in einer Kinder-WG. Jenny, 10 Jahre alt. Sie besucht die 3. Klasse und rastet schnell aus. Es wird im Judo gekämpft. Man kann sich ganz schnell wehtun. Wie können wir uns schützen, wenn wir miteinander kämpfen? Stopp, sagen und auf den Boden klatschen. Ja, genau, man macht sich bemerkbar. So oder Stopp rufen. Wunderbar. Stopp heißt dann auch Stopp, ja? Ja. Wenn jemand Stopp ruft, loslassen. Okay? Was denn? Oder wenn er 3-mal abklopft, dann wird auch losgelassen. Es wird also sofort der Kampf unterbrochen. Ich möchte nicht, dass hier jemand mit Tränen hier rausgeht, weil es ihm doll wehgetan hat. Ja? Du bist der? Quang. Quang. Quang, ist das richtig ausgesprochen? Quang. Wo kommst du her? Aus Vietnam. Aus Vietnam. Quang. Du bist? Lukas. Lukas. Bak, Thailänder. Manis. Nicht? Vietnam. Auch Vietnamese. Majid. Chi? Er ist neu. Hat man schon. Yes, oh, Yusuf. Oh Gott. Oh, Back. Und Gabel. Den Gürtel um den Hals hängen und auf die Judomatte kommen und wir üben zusammen, den Gürtel um den Bauch zu binden. Jeder nimmt sich hier eine Jacke. Los geht's. Und ihr braucht einen weißen Gürtel dazu. Es wird nicht getreten und nicht geschlagen. Grundregeln im Judo, die zukünftig auch im Alltag der Kinder gelten sollen. Am Ende des Schuljahres sollen alle 30 Kinder ihren ersten Judo-Gürtel haben. Die 30 sind freiwillig hier. Michaela Hess hat sie eingeladen, einige persönlich angesprochen, aber niemand ist verpflichtet mitzumachen. Judo nach dem Schulunterricht, das ist ein ehrgeiziges Projekt, denn dafür braucht es Disziplin und Durchhaltevermögen. Dinge, die die meisten Kinder nicht kennen. Und dann vor euren Körper, bam, hinkrachen, lange Arm. Von der Disziplin und des Verhaltens der Schüler ist es schon so, dass ich genau die Schüler, die mir im Unterricht Probleme bereiten, sich genau für diese AG interessieren und hier ihre Kampfeslust natürlich ausleben wollen. Einer der Problemkandidaten ist der 10-jährige Serhat. Serhat, setz dich mal bitte hin, leise. Er kam aus den türkischen Kurdengebieten nach Deutschland, wurde gleich eingeschult und sprach kein einziges Wort Deutsch. Hier kannst du ja schauen, 1 bis 10. Misserfolge waren so vorprogrammiert. Was steht denn hier?
Ja. Kannst du das lesen? Ja. Lies mal. Igel. Igel. Ben. Leben. Sicht. Sicht. Seid. Seid. Ja, genau. Igel, Leben, Seid. Serhat musste schon die erste Klasse wiederholen. Jetzt ist er in der zweiten Klasse. Ob er sie schafft, ist ungewiss. Kannst du mal anständig mit mir reden? Kriege ich bitte nein. Eigentlich musst du den selber mitbringen und ich schreibe dir jetzt auch ins Hausaufgabenheft rein bei dir, dass du den mitbringen sollst. Nein. Gib mir mal dein Hausaufgabenheft. Nein. Komm, gib mir mal dein Hausaufgabenheft. Jetzt gibt's Stress. Ich denke, dass er es vom Intellekt eigentlich packt. Der ist nämlich ein cleverer Junge eigentlich. Aber zum einen hat er natürlich jetzt große Wissenslücken schon, auch aus der ersten Klasse schon mitgenommen. Und er ist halt einfach auch nicht bereit, sich anzustrengen und ist auch wenig motiviert. Ich habe mir so Gedanken gemacht, was ich machen kann mit den Jungs oder mit dem Serhat auch speziell. Und irgendwie, ich habe ganz viele Sachen ausprobiert letztes Schuljahr und irgendwie hat wenig wirklich was gebracht. Wir können schon was machen, wir können immer wieder Angebote machen, aber wenn er dann auch nicht von sich aus irgendwie bereit ist, dann mit einem gewissen Grad mitzumachen, dann können wir es einfach nicht mehr leisten, ihn dann mitzuziehen. Dann muss er halt einfach, dann sitzt er halt teilweise auch nur da und malt, was er gerne macht. Der Vater kümmert sich alleine um Serhat und seine Schwester. Dafür hat er seinen Laden aufgegeben. Von der Mutter hat er sich getrennt. Über die Gründe spricht er nicht. Heute hat er für seine Kinder gekocht. Serhat will aber Döner essen. Für wen kaufst du jetzt gerade Döner? Für dich? Und deine Schwester auch, oder? Ja. Meine Schwester will auch mein. Serhat setzt sich durch. Nicht das einzige Mal. Das Essen vom Vater rührt er nicht an. Ja. Mit Serhat hat der Vater so seine Probleme. Serhat manchmal ein bisschen Teufel, ein bisschen so hyperaktiv Kind ist, ein bisschen so schneller, viel Energie gehabt. Manchmal wird ein bisschen schwer. Wie ist es mit deiner Schwester zusammen im Zimmer zu wohnen? Manchmal. Und das andere manchmal? Nicht gut. Warum? Weil. In Deutschland scheint Serhat noch nicht angekommen. Das ist unser Präsident. Also jeder hat doch einen Präsident. Ihr habt einen Deutschen und wir haben einen Kurden. Wenn du dir Noten geben müsstest, für wie gut du Kurdisch kannst und wie gut du Deutsch kannst, welche Noten würdest du da so geben? Für Kurdisch 1. Für Deutsch eine 10. Vielleicht bekommt er durch die Judo-AG einen besseren Anschluss. Muss sich nicht immer behaupten. Greift dich oft jemand an? Nur ein Junge. Nur wann? Gestern schon. Da habe ich gestern seinen Kopf genommen und dann Wand. Und da habe ich mein eigenes Kopf in seinen Kopf so gemacht. Und da ist die Nase geblutet. Ja, weil ich hier so das getroffen habe. Die ersten Wochen der AG sind vorbei. Sascha ist noch Student, er will Lehrer werden. Die AG an der Grundschule ist für ihn ein Härtetest. Eigentlich sollte er für sein Examen lernen. Schritt 1, Schritt 2, Wurf. Lange Arm abschlagen. Ärmel wird festgehalten. Langsam hinterhergehen, Kontrolle obendrauf, Beine sind hinten aufgestellt, fertig. Sascha hofft, dass er die Kinder für seinen Judo-Sport begeistern kann. Denn nur so bleiben sie das ganze Schuljahr dabei und lernen konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Ich kann in der Schule nicht so richtig mich konzentrieren. Warum? Was? Weil ich schnell austicke und so. Weil Judo möchte ich mich konzentrieren können und weil ich auch zuhören will. Was ich in der Schule so nicht schaffe. Verabschiedung. Jenny steht vorne, die ist jetzt die Chefin. Magst du? Nee. Pause dazwischen. Gut, abmachen. War gut. War halt anstrengend wie immer. Ich hätte gern, dass die ein bisschen schneller die Techniken lernen. Und nicht gleich anfangen, sich zu prügeln.
Saschas Frau ist noch auf Arbeit. Heute Abend muss er für ihre beiden Kinder das Abendessen zubereiten. Zwei. Wenn denn zwei. Zwei Löffel. Nicht alle Löffel, zwei. Den hier. Also dieser Dienstag mit der AG ist mit Abstand der härteste Tag. Da sind die anderthalb Stunden AG anstrengender als eine komplette Wettkampffahrt, den ganzen Tag unterwegs sein. Und dann gleichzeitig ist es doch aber so, die Kinder, die am verrücktesten sind, wo man das Gefühl hat, die brauchen den meisten Einsatz und die größte Hilfestellung, dann will man das mit denen durchziehen. Das ist auch ein bisschen Ego, ganz ehrlich. Also wenn du es schaffst, dass der da gut rausgeht und glücklich rausgeht, dann setze ich mich doch abends hin im Freundeskreis und sage, ey, ich habe da einen, den habe ich hingekriegt. Geld verdient der Student mit der AG nicht. Sascha steht jede Woche ehrenamtlich auf der Matte und das aus Überzeugung. Halbzeit. Die Winterferien stehen vor der Tür. Ein Viertel hat die AG schon verlassen. Serhat, Jenny und Nathalie sind noch dabei und haben in ein paar Tagen ihre erste Bewährungsprobe. Beim Talentefest der Schule sollen die Kinder zeigen, was sie gelernt haben. Die Nerven sind angespannt. Ist gut. Ist gut, Jenny. Hör mal auf, bitte. Hör mal, ich weiß nicht, was hier los ist. Nein! Gut. Nein! Geh doch weg! Mach doch selbst! Ist gut, Emanuel. Ist gut. Durchaus. Hey. Der hat doch mich dann gleich beleidigt. Ja, das haben wir doch aber schon tausendmal besprochen. Du kennst die Jungs. Die knallen immer irgendeinen Kommentar raus. Wenn du nicht auf Durchzug schaltest, dann hast du doch jeden Tag Stress. Wenn du jetzt hier sitzt und das ganze Zeit durchdenkst, bis die AG zu Ende ist, dann hast du doch noch mehr die Schnauze voll. Na gut, überleg dir das, Jenny. Wir sind erstmal in der Judo-Halle. Schließ in Ruhe und wäre trotzdem schön, wenn du nochmal wiederkommst, okay? Gut. Erwärmung für die Generalprobe. Jenny ist auch wieder mit dabei. Für das Programm haben die Kinder wochenlang geübt. Zumindest der Aufbau geht schon schneller. Emanuel, ist jetzt gerade mal wichtig. Wir gehen dann das komplette Talentfest, das komplette Programm, auf jeden Fall zweimal durch. Wenn es gut läuft, schaffen wir es auch dreimal, das durchzumachen. Das heißt, ihr habt bitte jetzt schon mal eure Rübe parat. Wer macht mit wem nachher was zusammen? Wie war nochmal der Einlauf? Ich rede dann nicht mehr rein, sondern das müsst ihr hinbekommen. Okay? Jetzt heißt es Konzentration. Schön langsam, ganz sauber, ganz sauber. Abschlagen, Sarah, auf die Matte, Sarah. Selina, park deinen Körper. Hinten rumlaufen, hinten rumlaufen, hinten rum und hinstellen. Und ganz stark, Melissa. Auch Jenny patzt. So soll das nicht aussehen, wenn die ganze Schule beim Talentefest zuschaut. Jetzt mit eindrehen. Auf geht's. Block, Hand verdrehen. Dreh. Auf vorne. Haus um. Schmeiß ihn um, zack. Messer weg. Das war technisch falsch, der hat, was du gerade gemacht hast. Ja? Natürlich die erwartete Katastrophe, wie immer. Aber es liegt daran, dass die Kinder jetzt noch nicht im Vorführmodus sind. Es gibt noch keine Eltern da, sind noch nicht nervös. Das heißt, sie denken sich auch, das passt schon. Aber ich bin da sicher, Freitag sind das andere Menschen hier. Ich hoffe, dass das gut ausgeht. Dass nicht chaotisch ist. Heute ist es soweit, die erste öffentliche Bewährungsprobe. Das Talentefest der Schule. Alle Kinder der Schule haben etwas vorbereitet. Alle wollen bei diesem Fest zeigen, was sie außer Mathe und Deutsch noch können oder was sie besser können. Von Tänzen über Musikstücke und Breakdance-Übungen ist alles dabei. Konzentriert euch nochmal, lasst euch Zeit. Saubere Fallschule, dann kommt die Begrüßung. Vor dem Publikum wollen sie keine Fehler machen.
Doch Serhat macht alles richtig. Die Kinder haben sich gefreut, der Ablauf war halbwegs okay, aber die haben sich gefreut, das ist das Wichtigste und jetzt hake ich das ab, aber habe die ganze Zeit schon Gedanken, wie man das eigentlich noch viel, viel spannender machen könnte. Ich brauche ab und zu auch mal so eine Bestätigung, dass das, was ich gemacht habe, auch ein Ergebnis bringt und das Ergebnis heute, das hat mich jetzt wirklich so aufgebaut, dass ich davon zehre. Ja, das nächste Halbjahr muss ich überstehen. Ja, der Lohn ist, dass die Mädels und die Jungs, die zwischendurch völlig durchdrehen, heute auf den Punkt alles gebracht haben. In verschiedenen Übungen, in ihren verschiedenen Vorführungen. Und gemerkt haben, wenn ich was durchziehe, ziehe ich es durch und es funktioniert. Die erste Hürde auf dem Weg zum Judo-Gürtel ist genommen. Einige haben richtigen Ehrgeiz entwickelt. Serhat hat der Erfolg beim Talentefest angestachelt. Er will jetzt noch mehr erreichen. Sascha hat ihn mitgenommen zum Training in einen anderen Stadtteil. Aus diesem Judo-Verein kommen sogar Olympiasieger. Das ist Serhat, ja? Seid lieb zu ihm, nehmt ihn an die Hand. Helft ihm ein bisschen, dass der vorwärts kommt. Ihr seid die großen Orangegurte. Und hier ist noch ein bisschen eine hellere Farbe drum. Also nicht direkt gleich hier bum bum in die Matte stauchen, sondern wenn Serhat eine Frage hat, erklärt ihm das kurz. Und dann gehört er mit zum Team, so wie sich das gehört von jetzt. Okay? Adieu! Der ist sehr nervös. Das ist für den heute was ganz Großes, dass der hier ist. Deswegen. Ja? Ja. Und sonst eigentlich eine riesen Großklappe und so ein bisschen forsch. Aber jetzt gerade hat er einen kleinen Stift in der Hose. Deswegen ein bisschen lieb sein. Der Respekt ist Serhat ins Gesicht geschrieben. Dass er hier trainieren darf, ist eine große Ehre für ihn. Und das Training ist hart. Neue Kinder, neue Regeln, neue Übungen. Serhat ist erstmal überfordert. Hier kann er nicht aus der Reihe tanzen. Serhat kämpft. Körperlich kann er mithalten, doch um ein richtiger Judoka zu werden, muss er noch viel lernen. Dazu gehören Respekt vor dem Gegner, Durchhaltevermögen und Disziplin. Die Tugenden eines Judokas. Aggressives Verhalten gehört nicht dazu. Den ersten Schritt scheint er gemacht zu haben. Der Judo-Sport könnte eine Möglichkeit für ihn sein, um wirklich in Deutschland anzukommen. Hier seinen Platz zu finden. Wenn er es schafft, von der Eisenbahnstraße regelmäßig hierher zu kommen, vielleicht mit einem Freund oder mit Hilfe des Vaters, dann denke ich, lässt er sich davon packen und möchte wirklich richtig Sportler werden. Aber das hängt einfach davon ab, ob er wirklich regelmäßig kommt. Am Ende wäre es am besten, wenn es irgendeine Sozialinstanz gäbe, die die Jungs an die Hand nimmt, jeweils in die verschiedenen Sporthallen bringt. Und dann wären die festgebunden zu festen Zeiten und könnten dann halt irgendwann Leistungssportler werden. So brechen uns zu viele weg und darin liegt die Schwierigkeit. Hier würde er wunderbar funktionieren, also positiv ausgesprochen funktionieren. Aber ich befürchte, dass die Nachhaltigkeit jetzt noch nicht gegeben ist. Sommer. Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Auch die AG ist fast vorbei. Viele haben hingeschmissen, andere hat das Judo-Training weitergebracht. Vor allem Nathalie. Die Achtjährige wohnt mit ihrer großen Schwester Franzi zusammen in einer Kinder-WG. Ihre Eltern sieht sie nur am Wochenende. Ihr Zuhause ist die Wohngruppe. Wo wohnst du? Kannst du mir mal sagen, wo du wohnst?
Was ist denn das hier? In der Reklamstraße. In unserer WG. Was ist das? Da keine normale WG, oder? Was ist denn das für eine? Das ist eine Wohngruppe. Und wer wohnt hier alles? Das sind viele Kinder. Wir sind 8, waren mal früher 9 und sind 6 erzogen. Wie ist das mit so vielen Mädels zusammen zu wohnen? Ja, ist schon okay. Ohne Jungs ist es schon besser. Mhm. Das reicht mir schon, wenn ich Jungs in der Schule habe. In der Wohngruppe hat Nathalie ein Umfeld, das sich um sie kümmert. Hier wird Wert darauf gelegt, dass die Kinder auch nach der Schule eine sinnvolle Beschäftigung haben. Das war bei Nathalie nicht immer so. Nathalie, ihre Eltern sind alle beide geistig behindert. Und dadurch fällt es den Eltern eher schwerer, auf die einzelnen Dinge der Kinder einzugehen, weil es ja auch mal 3 Kinder zu Hause waren. Eine Schwester lebt ja schon bei uns, die Franzi, und dann ist die Nathalie quasi nachgerückt. Nathalie scheint sich in der WG wohlzufühlen. Wie magst du lieber die Heike oder deine Eltern? Wie ist denn das? Alle beide eigentlich. Außer dass, wenn Heike manchmal meckern muss, finde ich übelst so. Wenn wir was Schlimmes machen. Okay. Nathalie geht ihren Weg. Judo ist zu ihrer Leidenschaft geworden. Sie kämpft nicht mehr in der AG, sondern geht jetzt 2-mal die Woche zum richtigen Judo-Training. Den ersten Judo-Gürtel hat sie schon gemacht. Ihre Freunde aus der AG hat sie damit überholt. Sie lernt sogar schon neue Techniken. Das ist eine große Leistung. Ihre erste Judo-Stunde war vor noch nicht mal einem Jahr und ihre Voraussetzungen waren nicht optimal. Nathalie war ja in vielen Dingen nicht altersgerecht entwickelt. Nicht nur, sag ich mal, kognitiv, sondern auch ja eben halt in der ganzen Geschichte, was die Bewegung betrifft. Sehr gut. Also insgesamt in ihrer Entwicklung, alles was ihre Abläufe sind, Bewegungsabläufe, ist sie ja viel flüssiger geworden, nicht mehr so steif auf jeden Fall. Selbstbewusstsein hat sie auch bekommen. Kein Wunder, mit dem ersten Judo-Gürtel um den Bauch. Für den müssen die Kinder in der Judo-AG noch fleißig trainieren. Die Würfe, Fallübungen und Festhalten sitzen immer noch nicht richtig. Ob alle den Gürtel schaffen? Bei der Prüfung kommt es auch auf Teamwork an. Ohne guten Partner geht es nicht. Jawohl, und jetzt versuche ich mich festzuhalten. Also die wirklich richtig Lust haben auf die Prüfung, die konzentrieren sich auch bis zum Ende. Es ist halt bloß so, dass die manchmal Probleme haben, hilfsbereit zu sein. Und wenn ich Partner sein soll, um für eine Prüfung zu üben, dann muss ich mich halt auch mal werfen lassen und irgendwie Hilfestellung geben. Und das schaffen die ganz selten. Also manche. Manche sind da ganz vorbildlich. Der große Tag. Gürtelprüfung. Jetzt zeigt sich, ob die Kinder fair miteinander umgehen und ob sie dem Prüfungsdruck gewachsen sind. Auch Nathalie ist da. Sie will ihren alten AG-Freunden als Prüfungspartner zur Seite stehen und sich immer wieder auf die Matte werfen lassen. Ich bin jetzt nur zur Prüfung zum Helfen da. Weil die anderen die Prüfung haben und Frau Hess hat mir gesagt, ich werde heute schon öfters frei. Aha. Weil die anderen mich nehmen. Aha. Mit dazu nehmen zum Werfen und zur Prüfung. Serhat hat aufgegeben. Zum Judoka fehlt ihm das Durchhaltevermögen. Er sucht härtere Auseinandersetzungen. Kickboxen wäre ihm lieber. Das ist ja irgendwie langweilig. Mit Würfe. Was nimmst du denn? Kickboxen. Warum? Weil man schlagen, treten kann, kämpfen darf. Muss ich hier meine Unterschrift hinsetzen? Das wäre besser. Okay? Bei der Prüfung wird nur ein Paar auf der Matte sein, so wie wir das geübt haben. Ich sitze dort, also steht der Prüfling dort, wo zum Beispiel jetzt Naba steht, und der Partner hier drüben. Und dann der normale Ablauf, wie wir ihn geübt haben: Beugen,
Partner setzt sich. Fallschule. Die Kinder geben ihr Bestes. Kein Wunder, denn es sind sogar einige Eltern da. Ich freue mich, dass jetzt letztendlich alle die Prüfung bestanden haben, sich sogar am Ende konzentriert haben und anscheinend sogar ein bisschen zu Hause nachgedacht haben, was sie machen müssen. Ich verteile den ersten weiß-gelben Gürtel an Sachen. Gleich auspacken, drum machen. Ich mache es ein bisschen nach Größe. Ein schlanker weiß-gelber für... Wer ist denn von euch besonders schlank? Abut, Granate. Abdurashin, Glückwunsch. Gülsün, Glückwunsch! Juan! Ja, ich! Sascha! Ihr könnt an der Bank essen, dann wiederkommen und noch was nehmen, Emanuel. Ein Jahr Judo-AG ist vorbei. Nur 10 von 30 Kindern haben durchgehalten. Nur ein Drittel. Sind Michaela und Sascha enttäuscht? Hat sich der Einsatz gelohnt? Bei Natalie auf jeden Fall. Natalie ist die Erhellung des Ganzen. Die stille Natalie ist genau das Beispiel dafür, was funktionieren kann. Im Sinne von AG als Türöffner und dann weiter Sport treiben, um einfach selbstzufriedener zu werden, Ablenkung zu haben und Erfolgserlebnisse, was ja unser Credo schlechthin war. Die temperamentvolle Jenny hat sich während der AG auch in der Schule verbessert. Für mich persönlich ist die Arbeit mit Jenny sehr angenehm geworden. Jähzornigkeit und aggressives Verhalten ist deutlich weniger geworden und hat ganz viel Selbstsicherheit bekommen, weil sie die Dinge, die sie schon mal vorzeigen konnte, anderen Schülern schon konnte, und sie war Vorbild für ein anderes Kind und das hatte unheimlich viel Selbstbewusstsein gegeben. Bei Serhat hat das nicht geklappt. Auch einen anderen Sport hat er bisher nicht gefunden. Ich hatte kurz mal das Gefühl, dass das Ergebnis gut aussehen wird, weil er ja auch mal zum Judo-Club Leipzig gekommen ist. Also in der, ich sag mal, mit den Profis trainiert hat. Und da fehlt dann aber die Kontinuität. Also sobald nicht jemand die Jungs an die Hand nimmt und von A nach B bringt und sagt, so, jetzt ist hier dein Training und jetzt kannst du hier was machen, suchen sie sich andere Bewerbchen und brechen einfach weg. Ja, die Quote anhand der Zahlen ist natürlich so nicht zufriedenstellend. Aber wenn ich sehe, welches Elternhaus hinter so einem Kind steckt und wie es doch dann 10 geschafft haben, diesen langen Weg, ein Schuljahr lang, die AG zu besuchen, dann ist das auch eine sehr große Leistung der Kinder selber. Auf jeden Fall zweimal durch. Wenn es gut läuft, schaffen wir es auch dreimal, das durchzumachen. Das heißt, ihr habt bitte jetzt schon mal eure Rübe parat. Wer macht mit wem nachher was zusammen? Wie war nochmal der Einlauf? Ich rede da nicht mehr rein, sondern das müsst ihr hinbekommen. Okay? Jetzt heißt es Konzentration. Schön langsam, ganz sauber, ganz sauber. Abschlagen, Sarah, auf die Matte, Sarah. Selina, park deinen Körper. Hinten rumlaufen, hinten rum und hinstellen. Und richten. Ganz stark, Melissa. Auch Jenny patzt. So soll das nicht aussehen, wenn die ganze Schule beim Talentefest zuschaut. Jetzt mit eindrehen, auf geht's. Block, Hand verdrehen, dreh. Aus um. Weißen um, zack. Messer weg. Das war technisch falsch, Serhat, was du gerade gemacht hast. Ja? Natürlich die erwartete Katastrophe, wie immer.
Aber es liegt daran, dass die Kinder jetzt noch nicht im Vorführmodus sind. Es gibt noch keine Eltern da, sind noch nicht nervös. Das heißt, sie denken sich auch, das passt schon. Aber ich bin da sicher, Freitag sind das andere Menschen hier. Ich hoffe, dass das gut ausgeht. Dass nicht chaotisch ist. Heute ist es soweit, die erste öffentliche Bewährungsprobe. Das Talentefest der Schule. Alle Kinder der Schule haben etwas vorbereitet. Alle wollen bei diesem Fest zeigen, was sie außer Mathe und Deutsch noch können oder was sie besser können. Von Tänzen über Musikstücke und Breakdance-Übungen ist alles dabei. Konzentriert euch nochmal, lasst euch Zeit. Saubere Fallschule, dann kommt die Begrüßung. Vor dem Publikum wollen sie keine Fehler machen. Auch Serat macht alles richtig. Der ist nämlich ein cleverer Junge eigentlich. Aber zum einen hat er natürlich jetzt große Wissenslücken schon, auch aus der ersten Klasse schon mitgenommen. Und er ist halt einfach auch nicht bereit, sich anzustrengen und ist auch wenig motiviert. Hab mir so Gedanken gemacht, was ich machen kann mit den Jungs oder mit dem Serhat auch speziell. Und irgendwie, ich habe ganz viele Sachen ausprobiert letztes Schuljahr und irgendwie hat wenig wirklich was gebracht. Wir können schon was machen, wir können immer wieder Angebote machen. Aber wenn er dann auch nicht von sich aus irgendwie bereit ist, dann mit einem gewissen Grad mitzumachen, dann können wir es einfach nicht mehr leisten, ihn dann mitzuziehen. Dann muss er halt einfach, dann sitzt er halt teilweise auch nur da und malt, was er gerne macht. Der Vater kümmert sich alleine um Serat und seine Schwester. Dafür hat er seinen Laden aufgegeben. Von der Mutter hat er sich getrennt. Über die Gründe spricht er nicht. Heute hat er für seine Kinder gekocht. Serat will aber Döner essen. Für wen kaufst du jetzt mal Döner? Für dich und deine Schwester auch, oder? Ja. Meine Schwester will auch. Serat setzt sich durch. Nicht das einzige Mal. Das Essen vom Vater rührt er nicht an. Ja. Mit Serat hat der Vater so seine Probleme. Serat manchmal ein bisschen teufeln. Ein bisschen so hyperaktiv Kind ist, ein bisschen so schneller, viel Energie gehabt. Manchmal wird ein bisschen schwer. Wie ist es mit deiner Schwester zusammen im Zimmer zu wohnen? Manchmal. Andere manchmal? Warum? In Deutschland scheint Serat noch nicht angekommen. Das ist unser Präsident. Also jeder hat doch einen Präsident. Ihr habt einen Deutschen und wir haben einen Kurden. Wenn du dir Noten geben müsstest, für wie gut du Kurdisch kannst und wie gut du Deutsch kannst, welche Noten würdest du da so geben? Für Kurdisch 1, für Deutsch eine 10. Vielleicht bekommt er durch die Judo-AG einen besseren Anschluss. Muss sich nicht immer behaupten. Greift dich oft jemand an? Nur ein Junge. Nur wann? Gestern schon. Da habe ich gestern seinen Kopf genommen und dann Wand. Und da habe ich mein eigenes Kopf in seinen Kopf so gemacht. Und da ist die Nase geblutet. Ja, weil ich hier so etwas getroffen habe. Die ersten Wochen der AG sind vorbei. Sascha ist noch Student. Er will positiv ausgesprochen funktionieren. Aber ich befürchte, dass die Nachhaltigkeit jetzt noch nicht gegeben ist. Sommer. Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Auch die AG ist fast vorbei.
Viele haben hingeschmissen, andere hat das Judo-Training weitergebracht. Vor allem Nathalie. Die Achtjährige wohnt mit ihrer großen Schwester Franzi zusammen in einer Kinder-WG. Ihre Eltern sieht sie nur am Wochenende. Ihr Zuhause ist die Wohngruppe. Wo wohnst du? Kannst du mir mal sagen, wo du wohnst? Was ist denn das denn? In der Reklamstraße. In unserer WG. Was ist das, doch keine normale WG, oder? Was sind das für eine? Das ist eine Wohngruppe. Und wer wohnt hier alles? Da sind viele Kinder. Wir sind 8, waren mal früher 9 und sind 6 jetzt hier. Und ist das mit so vielen Mädels zusammen zu wohnen? Ja, ist schon okay. Ohne Jungs ist es schon besser. Es reicht mir schon, wenn ich Jungs in der Schule habe. In der Wohngruppe hat Nathalie ein Umfeld, das sich um sie kümmert. Hier wird Wert darauf gelegt, dass die Kinder auch nach der Schule eine sinnvolle Beschäftigung haben. Das war bei Nathalie nicht immer so. Nathalie, ihre Eltern sind alle beide geistig behindert. Und dadurch fällt es den Eltern ja schwerer, auf die einzelnen Dinge der Kinder einzugehen, weil es ja auch mal 3 Kinder zu Hause waren. Eine Schwester lebt ja schon bei uns, die Franzi, und dann ist die Nathalie quasi nachgerückt. Nathalie scheint sich in der WG wohlzufühlen. Wie magst du lieber, die Heike oder deine Eltern? Wie ist denn das? Alle beide eigentlich. Außer dass, wenn Heike manchmal meckern muss, finde ich übelst so. Wenn wir was Schlimmes machen. Okay. Nathalie geht ihren Weg. Judo ist zu ihrer Leidenschaft geworden. Sie kämpft nicht mehr in der AG, sondern geht jetzt 2-mal die Woche zum richtigen Judo-Training. Den ersten Judo-Gürtel hat sie schon gemacht. Ihre Freunde aus der AG hat sie damit überholt. Sie lernt sogar schon neue Techniken. Das ist eine große Leistung. Ihre Das ist schwer. Wie ist es mit deiner Schwester zusammen im Zimmer zu wohnen? Manchmal. Und das andere manchmal? Nicht gut. Warum? In Deutschland scheint Serhat noch nicht angekommen. Das ist unser Präsident. Also jeder hat doch einen Präsident. Ihr habt einen Deutschen und wir haben einen Kurden. Wenn du dir Noten geben müsstest, für wie gut du Kurdisch kannst und wie gut du Deutsch kannst, welche Noten würdest du da so geben? Für Kurdisch 1, für Deutsch 10. Vielleicht bekommt er durch die Judo-AG einen besseren Anschluss. Muss sich nicht immer behaupten. Greift dich oft jemand an? Nur ein Junge. Nur wann? Gestern schon. Da habe ich gestern seinen Kopf genommen und dann Wand. Und da habe ich mein eigenes Kopf in seinen Kopf so gemacht. Und da ist die Nase geblutet. Ja, weil ich hier so das getroffen habe. Die ersten Wochen der AG sind vorbei. Sascha ist noch Student, er will Lehrer werden. Die AG an der Grundschule ist für ihn ein Härtetest. Eigentlich sollte er für sein Examen lernen. Schritt 1, Schritt 2, Wurf. Lange Arm abschlagen. Ärmel wird festgehalten. Langsam hinterhergehen, Kontrolle obendrauf, Beine sind hinten aufgestellt, fertig. Sascha hofft, dass er die Kinder für seinen Judo-Sport begeistern kann. Denn nur so bleiben sie das ganze Schuljahr dabei und lernen konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Ich kann in der Schule nicht so richtig mich konzentrieren. Warum? Weil ich schnell austicke und so.
Bei Judo möchte ich mich konzentrieren können und weil ich auch zuhören will, was ich in der Schule so nicht schaffe. Verabschiedung. Jenny steht vorne, die ist jetzt die Chefin. Magst du? Nee. Pause dazwischen. Gut, abmach. War gut. Ist halt anstrengend wie immer. Ich hätte gern, dass die ein bisschen schneller die Techniken lernen. Und nicht gleich anfangen, sich zu prügeln. Saschas Frau ist noch auf Arbeit. Heute Abend muss er für ihre beiden Kinder das Abendessen zubereiten. Zwei. Wenn denn zwei. Zwei Löffel. Nicht alle Löffel, zwei. Den hier. Also dieser Dienstag mit der AG ist mit Abstand der härteste Tag. Da sind die anderthalb Stunden AG anstrengender als eine komplette Wettkampffahrt. Gut, Emanuel, ist gut, durchaus. Hey. Der hat doch mich dann gleich beleidigt. Ja, das haben wir doch aber schon tausendmal besprochen. Du kennst die Jungs, die knallen immer irgendeinen Kommentar raus. Wenn du nicht auf Durchzug schaltest, dann hast du doch jeden Tag Stress. Wenn du jetzt hier sitzt und das ganze Zeit durchdenkst, bis die AG zu Ende ist, dann hast du doch noch mehr die Schnauze voll. Na gut, überleg dir das, Jenny. Wir sind erstmal in der Judo-Halle. Lies in Ruhe und wäre trotzdem schön, wenn du nochmal wiederkommst, okay? Gut. Erwärmung für die Generalprobe. Jenny ist auch wieder mit dabei. Für das Programm haben die Kinder wochenlang geübt. Zumindest der Aufbau geht schon schneller. Emanuel, ist jetzt gerade mal wichtig. Wir gehen dann das komplette Talentfest, das komplette Programm, auf jeden Fall zweimal durch. Wenn es gut läuft, schaffen wir es auch dreimal, das durchzumachen. Das heißt, ihr habt bitte jetzt schon mal eure Rübe parat. Wer macht mit wem nachher was zusammen? Wie war nochmal der Einlauf? Ich rede da nicht mehr rein, sondern das müsst ihr hinbekommen. Okay? Jetzt heißt es Konzentration. Schön langsam, ganz sauber, ganz sauber. Abschlagen, Sarah, auf die Matte, Sarah. Selina, park deinen Körper. Hinten rumlaufen, hinten rumlaufen, hinten rum und hinten. Und ganz stark, Melissa. Auch Jenny patzt. So soll das nicht aussehen, wenn die ganze Schule beim Talentefest zuschaut. Jetzt mit eindrehen. Auf geht's. Block, Hand verdrehen. Dreh. Hause um. Weißen um, zack. Messer weg. Das war technisch falsch, der hat, was du gerade gemacht hast. Ja? Natürlich die erwartete Katastrophe, wie immer. Aber es liegt daran, dass die Kinder jetzt noch nicht im Vorführmodus sind. Es gibt noch keine Eltern da, sind noch nicht nervös. Das heißt, sie denken sich auch, das passt schon. Aber ich bin da sicher, Freitag sind das andere Menschen hier. Ich hoffe, dass es gut ausgeht. Dass nicht chaotisch ist. Heute ist es soweit, die erste öffentliche Bewährungsprobe. Das Talentefest der Schule. Alle Kinder der Schule haben etwas vorbereitet. Alle wollen bei diesem Fest zeigen, was sie außer Mathe und Deutsch noch können oder was sie besser können. Von Tänzen über Musik. Den ersten Schritt scheint er gemacht zu haben. Der Judosport könnte eine Möglichkeit für ihn sein, um wirklich in Deutschland anzukommen. Hier seinen Platz zu finden. Wenn er es schafft, von der Eisenbahnstraße regelmäßig hierher zu kommen, vielleicht mit einem Freund oder mit Hilfe des Vaters, dann denke ich, lässt er sich davon packen und möchte wirklich richtig Sportler werden. Aber das hängt einfach davon ab, ob er wirklich regelmäßig kommt. Am Ende wäre es am besten, wenn es irgendeine Sozialinstanz gäbe, die die Jungs an die Hand nimmt, jeweils in die verschiedenen Sporthallen bringt. Und dann wären die festgebunden zu festen Zeiten und könnten dann halt irgendwann Leistungssportler werden. So brechen uns zu viele weg und darin liegt die Schwierigkeit. Hier würde er wunderbar funktionieren, also positiv ausgesprochen funktionieren. Aber ich befürchte, dass die Nachhaltigkeit jetzt noch nicht gegeben ist. Sommer. Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Auch die AG ist fast vorbei. Viele haben hingeschmissen, andere hat das Judo-Training weitergebracht.
Vor allem Nathalie. Die Achtjährige wohnt mit ihrer großen Schwester Franzi zusammen in einer Kinder-WG. Ihre Eltern sieht sie nur am Wochenende. Ihr Zuhause ist die Wohngruppe. Wo wohnst du? Kannst du mir mal sagen, wo du wohnst? Was ist denn das hier? In der Reklamstraße. In unserer WG. Was ist das, doch keine normale WG, oder? Was ist das für eine? Das ist eine Wohngruppe. Und wer wohnt hier alles? Das sind viele Kinder. Wir sind 8, waren mal früher 9 und sind 6 erzogen. Und ist das mit so vielen Mädels zusammen zu wohnen? Ja, ist schon okay. Ohne Jungs ist es schon besser. Es reicht mir schon, wenn ich Jungs in der Schule habe. In der Wohngruppe hat Nathalie ein Umfeld, das sich um sie kümmert. Hier wird Wert darauf gelegt, dass die Kinder auch nach der Schule eine sinnvolle Beschäftigung haben. Das war bei Nathalie nicht immer so. Nathalie, ihre Eltern sind alle beide geistig behindert. Und dadurch fällt es den Eltern eher schwerer, auf die einzelnen Dinge der Kinder einzugehen, weil es ja auch mal 3 Kinder zu Hause waren. Eine Schwester lebt ja schon bei uns, die Franzi, und dann ist die Nathalie quasi nachgerückt. Nathalie scheint sich in der WG wohlzufühlen. Wie magst du lieber die Heike? Jenny und Nathalie sind noch dabei und haben in ein paar Tagen ihre erste Bewährungsprobe. Beim Talentefest der Schule sollen die Kinder zeigen, was sie gelernt haben. Die Nerven sind angespannt. Ist gut. Ist gut, Jenny. Hör mal auf, bitte. Hör mal, ich weiß nicht, was ist los. Nein! Gut. Nein! Geh doch weg! Mach doch weg! Ist gut, Emanuel. Ist gut. Durch. Hey. Der hat doch mich dann gleich beleidigt. Ja, das haben wir doch aber schon 1000 Mal besprochen. Du kennst die Jungs. Die knallen immer irgendeinen Kommentar raus. Wenn du nicht auf Durchzug schaltest, dann hast du doch jeden Tag Stress. Wenn du jetzt hier sitzt und das ganze Zeit durchdenkst, bis die AG zu Ende ist, dann hast du doch noch mehr die Schnauze voll. Na gut, überleg dir das, Jenny. Wir sind erstmal in der Judo-Halle. Schließ in Ruhe und wär trotzdem schön, wenn du nochmal wiederkommst, okay? Gut. Erwärmung für die Generalprobe. Jenny ist auch wieder mit dabei. Für das Programm haben die Kinder wochenlang geübt. Zumindest der Aufbau geht schon schneller. Emanuel, ist jetzt gerade mal wichtig. Wir gehen dann das komplette Talentfest, das komplette Programm, auf jeden Fall 2-mal durch. Wenn es gut läuft, schaffen wir es auch 3-mal das durchzumachen. Das heißt, ihr habt bitte jetzt schon mal eure Rübe parat. Wer macht mit wem nachher was zusammen? Wie war nochmal der Einlauf? Ich rede da nicht mehr rein, sondern das müsst ihr hinbekommen. Okay? Jetzt heißt es Konzentration. Schön langsam, ganz sauber, ganz sauber. Abschlagen, Sarah, auf die Matte, Sarah. Selina, park deinen Körper. Hinten rumlaufen, hinten rum und hinten. Und ganz stark, Melissa. Auch Jenny patzt. So soll das nicht aussehen, wenn die ganze Schule beim Talentefest zuschaut. Jetzt mit eindrehen. Auf geht's. Block, Hand verdrehen. Dreh. Nach vorne. Aus, um. Weißen um, zack. Besser weg. Das war technisch falsch, der hat, was du gerade gemacht hast. Ja? Natürlich die erwartete Katastrophe, wie immer. Aber es liegt daran, dass die Kinder jetzt noch nicht im Vorführmodus sind. Es gibt noch keine Eltern da, sind noch nicht nervös. Das heißt, sie denken sich auch, das passt schon. Aber ich bin da sicher, Freitag sind das andere Menschen hier. Ich hoffe, dass das gut aussieht.